Halli und hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play mit Guild Wars 2. Beim letzten Mal hatten wir die Charaktereinstellung vorgenommen und hatten dazu dann auch die Geschichte, die wir eingestellt hatten. Ja, jetzt erstmal zu der Menüführung. Wir haben hier oben die Menüleiste, wo wir denn hier Spielmenü haben. Da können wir Optionen vornehmen und etc. Dann haben wir hier Kontakte. Ne, das ist die Freundesliste, wo man dann halt seine Freunde drin haben kann. Gruppensuche, Anhänge, blockieren. Dann haben wir hier die Helden. Das ist dann sozusagen die Ausrüstung, kann man hier begutachten. Denn die Attribute, da kann man hier Waffenfähigkeiten sind hier mit eingeführt, die man dann im späteren Lauf im Kampf dann freischalten kann. Je nach öfter man die Fähigkeit benutzt, werden denn die Fähigkeiten auch freigeschaltet. Nach einer Zeit, dann hat man hier noch eine Begleithand, das heißt, dass man dann noch eine zweite Waffe mit sich führen kann. Entweder die gleiche Waffe oder eine andere Waffe noch. Da ist wirklich alles offen. Dann Schilde, Harpunen, Blutschleuder, das ist für unter Wasser. Man kann auch unter Wasser kämpfen. Und da hat man dann auch gewisse Zweihandwaffen. Dann haben wir hier die Slot-Fähigkeiten. Da haben wir zum Anfang Elixier. Trinkt Elixier, um euch selbst zu heilen und zufälligen Schutz, Regeneration oder Heilen zu erhalten. Das haben wir zum Anfang schon drin. Und mit der Zeit kann man halt weitere freischalten durch sogenannte Fähigkeitspunkte, die man im Laufe des Spiels bekommt. Oder freischalten kann auch, besser gesagt. Da sind wirklich einige dabei. Dann haben wir hier Eigenschaften. Eigenschaften ist gar nicht freigelegt, okay. Das wird dann bestimmt später noch im Laufe des Spiels. Dann haben wir hier nochmal meine Geschichte. Da kann man nochmal die Geschichte nochmal sich nochmal durchlesen. Dann haben wir Handwerksberufe, kann man dann hier noch, sagen wir schnell, erlernen. Wird dann auch erst freigelegt, wenn man ein Handwerk erlernt hat. Und dann kann man hier noch seine täglichen Erfolge und Gesamtpunkte sehen. Und ja, das war jetzt die Helden. Dann haben wir hier noch das Inventar. Da haben wir momentan nur einen Anfängerrucksack drin, die man dann im Laufe des Spiels auch bekommt, gedroppt bekommt, oder man kauft sie beim Händler. Je nachdem. Da haben wir dann 5 Stück zur Verfügung. Ich denke mal, der 6. wird dann nachher freigeschaltet oder kann man freischalten lassen. Und da gibt es dann nachher auch verschiedene Größen der Anfängerrucksäcke. Je nach Größen hat man dann nachher auch mehr Kammern zur Verfügung. Dann haben wir hier die Post. Das erklärt sich ja wohl von selbst, glaube ich. Dass man halt Post hin und her schicken kann, oder wenn man eine Event-Mission beendet hat, kriegt man hier eine Post, dass man das beendet hat. Dann haben wir hier Schwarzlöwen Handelsgesellschaft. Da kann man dann
ja, wie sagt man dazu, sogenannte Crash-Shop-Items im Spiel sich kaufen gegen echtes Geld. Und da ist ja dann auch vieles drinne. Muss aber sich jeder selbst entscheiden, ob er Geld ausgibt oder nicht. Dann haben wir hier die sogenannte Gilde. Da kann man ja dann eine Gilde beitreten. Mitgliederliste. Wird dann nachher erst alles freigeschaltet, wenn man eine Gilde beigetreten ist. Und ja, Tipps und Tricks kann man sich auch nochmal so durchlesen, alles wie es beliebt. So, dann haben wir hier unten die sogenannte Lebenspunkteanzeige. Da haben wir 258. Und hier im Kampf, oh, fällt sie denn mal halt. Dann haben wir hier noch die Bewegungstasten. Da kann man dann halt mit V dann drücken und dann kann man nach hinten ausweichen und zurück switchen und so weiter. Angriff ausweichen. So, dann haben wir hier unten die Erfahrungsbalken. Die füllt sich dann im Laufe des Kampfes oder wenn man Questen erfüllt hat oder Event erfüllt hat. Und dann steigt man ja dann im Prinzip Level. Dann haben wir hier das Chatfenster der linken Seite. Da kann man dann halt ja chatten und so weiter. Und auf der rechten Seite haben wir dann eine Minikarte zur Verfügung mit Uhrzeit drinne. Da kann man Holz heranzoomen, rauszoomen und zur Geschichte springen und etc. Die kann man halt selber grad vergrößern, verkleinern, je wie ihr das wollt. Da wird uns unser Standpunkt angezeigt und wo wir denn im Prinzip hin müssten, um die nächste Mission zu machen. Und ja, schon könnten wir jetzt eigentlich normalerweise auch eigentlich mit dem Spiel anfangen. Ach, rechts oben wird dann noch halt die Questen angezeigt. Oben in der rechten Ecke. Wir haben jetzt normalerweise die Quest, die große Jagd. Jage wilde Tiere und sammle Trophäen. Sprech mit Thora Greifenbahn. So, dann werden wir jetzt mal zu diesem Thora Greifenbahn mal hingehen. Der ist gleich hier vorne. Hey, hier drüben. Und dann werden wir sie mal mit F kann man sie ansprechen. Achso, mit W. WSAD kann man laufen. Kamera drehen kann man mit der linken Maustaste. Oder mit der rechten Maustaste, je nach Beliebigkeit. So, und wir sprechen sie jetzt mal einfach mal an. Knut Weißbär hat eine. Seid gegrüßt, Heldin. Kommt ihr, um an der diesjährigen großen Jagd teilzunehmen? Aber natürlich. Sagt mir einfach, was ich tun soll und dann tretet beiseite. Jagt die wildesten Tiere, die ihr aufspüren könnt und holt euch Trophäen von ihnen. Die besten präsentiert ihr dann Ido, dem Gerber, um euren Wert zu beweisen. Wer die beste Trophäe hat und am tapfersten ist, wird zur großen Jagd eingeladen. Knut Weißbär meinte, die diesjährige Veranstaltung dürfte eine der gefährlichsten werden. Ich habe gehört, dass selbst die berühmte erste Galkin teilnehmen könnte. Ich freue mich darauf, beide zu beeindrucken, nachdem ich mir meinen Platz bei der Jagd verdient habe. Ja, wir müssen jetzt im Prinzip eigentlich uns den Platz für die Jagd verdienen und werden dann auch gleich mal losgehen. Eine Karte rechts unten wird uns angezeigt, in welchem Bereich wir jetzt müssen. Und
Ja, ich habe es ja schon mal ein bisschen gespielt gehabt und weiß so ungefähr, wo man jetzt eigentlich hin müsste. Und wir müssen jetzt im Prinzip uns eine Trophäe beschaffen. Und ja. Wir haben eine Pistole zur Hand. Na nur, wo ist er jetzt? Müsste normalerweise eigentlich jetzt hier in diesem Gebiet sein. Jäger. Ja. So. Hier ist ein Hirsch, Level 1. Wo ist denn das Monster jetzt? Wir müssen jetzt im Prinzip... Ah, da vorne ist er. Da ist er. Gebirgiger Minotaurus-Bulle. Den müssen wir jetzt töten, um den Kopf zu kriegen. So, jetzt haben wir den Kopf gekriegt. Fehl. Jetzt haben wir auch noch eine Fähigkeit hier freigeschaltet. Giftpfeil, Salve. Aua. Du oller Minotaurus. So, jetzt haben wir damit die Quest erstmal erfüllt. Zeige Ido, dem Gerber, eure Trophäe. Jetzt müssen wir ihnen die Trophäe zeigen.